Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Ja, und ihr habt mir ein paar Vorschläge gemacht. Ich soll Wirnaldum versuchen zu verpflichten. Deswegen gehen wir mal hin. Mir wurden auch andere Sachen vorgeschlagen. Oh, Swan wurde mir vorgeschlagen, ob ich nicht El-Sharawi verpflichten wollen würde. Ja, würde ich gerne. Denke mal schon. Italien, Ägypten. Aha, aha, aha. Der Markt wird 28,1 Millionen. Das ist gerade nicht so ganz bei uns im Budget irgendwie. Und darum glaube ich, dass das wohl in nächster Zeit nicht unbedingt was wird mit dem El-Sharawi. Vielleicht ja zum nächsten ja zum Sommer allerfrühestens, wenn wir neues Geld haben oder so oder falls wir irgendwie mehr Geld kriegen sollten. Und Mohamed Salah wurde mir eben noch vorgeschlagen. Da haben wir ihn, von FC Basel. Der ist ja in Wirklichkeit jetzt bei Chelsea. Ist das richtig? Ist er bei Chelsea? Ich weiß es nicht genau. Hier ist er mit 74er A, 73er M gar nicht mal so schlecht. Aber ich denke, wir kommen mit Wijnaldum sehr, sehr gut ins Spiel. 14,3 Millionen. Deswegen können wir direkt mal machen. Hier Transfervorbereitung. Blickfeld. Wo haben wir den Wijnaldum? Und ich bin dann interessiert, ihn unter Vertrag zu nehmen. So, Alexandro, haben wir auch einmal gesagt, dass wir Interesse haben. So, Glaubwürdigkeit total. Da können wir mal kurz gucken. 14,3 Millionen, also da ist schon was drin. Wir haben noch ein bisschen Geld. Ich guck mal ganz kurz Finanzen. Da, Finanzstatus. Da habe ich jetzt schon ein bisschen was von der Reserve abgeknapst und zu den Transfers gepackt. Wir haben jetzt noch mal 4 Wochen Zeit, um das noch mal zu erhöhen um 4 Millionen. Budgetänderungen ist jetzt gerade nicht drin. Vielleicht ist die Frage, sollten wir jetzt noch warten oder doch schon mal anfragen, da so ein bisschen? Das ist echt eine gute Frage und die Musik gerade, da stehe ich ja total drauf auf das Lied. So geil. Ja, Norwich City ist auf jeden Fall der nächste Gegner. Ich werde mal erstmal vorspulen und dann im Dezember gucken. 94 Millionen Markt, Kontostand, das ist sehr gut. Ich würde ja so gerne ein bisschen ein paar Prozente abbekommen. So, Scouterei Spezialisierung. Und letzte Mission in England hat ihr Scout, Rosini. Viele Kenntnisse sammeln können, sich da auf dieses Land spezialisiert. Sehr gut. Da gucken wir mal hier bei unseren Scouts. Mit ein bisschen Glück haben die vielleicht schon was Neues hier zu tun. Genau, Feriencamp veranstalten. Dann nehmen wir doch mal unseren Jugendarena. Bälle und Trikot stiften, das machen wir doch gerne. Kostet ein bisschen Geld, aber ist nicht wirklich viel. Einen Bolzplatz einweihen und da schicken wir heute mal. Wen schicken wir da nochmal hin? Wollen wir ein bisschen das nett machen? Suarez, der freut sich bestimmt, wenn er das machen kann. So. Wir sehen, wir brauchen ein bisschen im Training Frische. Machen wir mal einen frischen Tag. Ich weiß, es ist ein bisschen gemein, wenn wir so viel Frische da machen. So, individuelle Spieler, das ist alles gut, gut, gut. Hier Liga-Position sieht sehr gut aus. Wir sind im Moment hier ja auf Platz 2, glaube ich, sind wir. Was das hier bedeutet, ist, glaube ich, die Anzahl der Punkte, ne? Wenn ich das richtig interpretiere. Das hier ist die Liga-Position, das ist die Anzahl der Punkte. Im Moment sind wir hier irgendwo. Das zeigt natürlich nicht so viel. Tabellenplatzentwicklung. Ja, letzte Saison 2012 waren sie Achter. Also es ist natürlich in unserem Interesse, dass wir es besser hinkriegen als da. Und ich denke mal, da werden wir auch da nicht rausfliegen. Guck mal in die Jugendmannschaft. Was ist da Neues? Gibt es da was Neues? Nee, gibt es nichts Neues. Und ich glaube, ich habe... Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Habe ich allen Trainingsziele gegeben? Yep. Ah, hier. Macht Räume eng. Macht Olme eng. Können wir natürlich auch gleich mal hier verpassen. Kurze Pässe, lange Pässe für den zentralen Mittelfeld ist das sehr gut. Robustheit, Zweikämpfe noch für die Dings. Und ja, ein bisschen Grätsche. Dann der nächste. Wer bist denn du? Du bist ein RV. Das flankt natürlich gar nicht so schlecht. Zweikampf ist gut. Antritt.
Grätsche und Schnelligkeit. Hier, was haben wir denn hier? Ein LV. Bisschen Dribbling, ja klar. Ist ein Ballgewinner, also gewinnt Bälle. Okay. Ausdauer kann nicht schaden. Bisschen Beweglichkeit hinzugewinnen. Mensch, Jungs, was ist denn hier mit euch los? Warum habt ihr denn alle hier keine Trainingsziele? Welcher Arsch ist ein neuer Trainer? Gibt's ja gar nicht. Dass der hier einfach den ganzen Schrott hier vergisst. Mann. Ballkontrolle ist immer sehr gut. Beweglichkeit ist schon auf 78. Schnelligkeit. Kurzpass. Okay, dann machen wir noch was raus. Und zwar Beweglichkeit. Und bringen dann Dribbling rein. Meine Güte. Unser Torich, also unser Stürmer hier. Volley sehr, sehr gut. Zack. Und noch ein bisschen Schusskraft. Antritt kann er nochmal lernen. Meine Güte, unser Torwart natürlich auch nicht. Haben sie alle nichts hier, ne? Haben sie nichts gelernt hier bei mir. Muss natürlich hier mal ein bisschen reingebracht werden. So, Fangsicherheit, Mann gegen Mann. Mann gegen Mann. So, da haben wir es auch. Sehr schön. Dann mal einen Tag vor. Norwich City, die sind schlagbar, oder? Die sind doch echt schlagbar. So, das sieht auch wunderbar so aus. Sehr, sehr gut. Touré, Alexandro, Allen. Genau. Hier im Moment keine Verletzten, das ist schon mal schön. Was haben wir denn hier? Ilori 74 ist gar nicht schlecht, ne? Kommen wir mal rein für Kolo Touré. Hat eine gute Form im Moment. Aspas, genau. Ein Stürmer wäre da doch nicht verkehrt. Er ist nicht so fit. Schwierig. Ja, also Sturm wäre natürlich auch nicht so schlecht. Sturridge. Sturridge kann auf RM auch nicht so gut spielen. Wie viel hat er denn da? Minus 4. Wollen wir ihn mal reinbringen? Redet haben wir schon mit ihm. Ich hoffe, der freut sich, dass er einfach mal wieder mit drin ist. So, ansonsten ist das alles gut. Gehen wir in die Taktik nochmal ganz kurz. Reingeschaut. Jupp. Zusätzliche Siegprämie. Nee. Anweisung. Sehr schön. Jupp. Und 4-4-2. Da wollen wir mal gucken, wie das hier ausgeht. Attacke. Textmodus. Oh Mann, jetzt bin ich gespannt. Kämpfe mit jedem Ball. Fangen wir erstmal so ein bisschen an. Leichte Konzentration ins Spiel bringen. So, ist, bis er irritiert ist, konzentrieren wir uns hier. Wir spielen zu Hause. Ich habe natürlich vorher die Kapazitäten geprüft. Es ist nicht ganz ausverkauft. Schade. Freistoß von Gerard. Der legt den Ball zurecht, täuscht an. Er spielt zu Lever, der aber knapp im Abseits steht und dann wird zurückgepfiffen. Eremenko kommt in den Strafraum zum Abschluss. Der Torwart taucht ihn ab und kann die Kugel aber nicht festhalten. Basson klärt mit etwas Glück vor Suarez zur Ecke. Deswegen haben wir hier eine Ecke. Wir sind hier zu Hause. Wie sieht's aus? Oh ja, wir haben gute Vorteile. Also, ich bin sehr zufrieden mit der Formation, muss ich sagen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das empfunden habt. Aber damit haben wir echt doch einiges mehr an Vorteil. Zumindest bei diesen Gegnern hier im Moment. Coutinho bringt eine Flanke von links in die Mitte. Egger verlängert per Kopf zu Lever, verendet per Flugkopfball vor Basson aus 11 Metern auf die linke untere Ecke. Und Tor. Bang! 1-0. Und Gerard hat im Moment eine 6,0. Das, ja. Muss man auch mal hinkriegen. So, super. Und eine Chance für Abseitsstellung. Ah ja, Lever wird zurückgepfiffen. Ja, die Tabelle haben wir wieder übernommen. Gelbe Karte für Suarez. Okay. Tottenham im Moment punktgleich mit uns. Okay. Eremenko flankt von links ans rechte Fünfeck zu Suarez. Der uruguayanische Nationalspieler setzt das Leder aber mit dem rechten Fuß 2 Meter am linken Pfosten vorbei. Eine Minute wird nachgespielt. Das ist nicht viel. Gibt es hier noch eine Chance? Nein. Okay, da geht noch was, ne? Ja, sagen wir das mal, auch wenn es immer ein bisschen ärgerlich sein kann. So, du kriegst ein Lob. Motivation. Hier ein bisschen mal härter bei Gerard. Sie haben natürlich recht, keine Frage. Gut.
Gut. Zack. Und der Rest wird geknetet. Oh, sieht das gut aus. Stimmung ist gerade gut, nicht so gut. Warum? Wir haben die Tabelle übernommen, Freunde. Da könnte man sich auch ein bisschen freuen. Sura ist ein bisschen aufgepasst, dass der hier nicht durchdreht. Ja. Aufwärmen. Konzentration hier. You are going down. Say, you are going down. Sura versucht auf links durchzukommen. Der RV läuft den Ball aber ab. Okay. Hulahan setzt sich schön nach und bringt Johnson in Bedrängnis. Damit holt er immerhin einen Einwurf für sein Team raus. Coutinho mit einem Übersteiger auf dem Flügel. Seine Flanke kommt hoch und weit genau auf die Brust von Eremenko, der sich den Ball zunächst schön vorlegt, aber dann in die Wolken schießt. Ruddy hebt die Hand und muss nicht eingreifen. Na schön. Sura lässt den Ball von den ZM abjagen. Da hätte er einfach abspielen sollen. Und jetzt eine schöne Chance. Gary Hooper spielt da sehr mannschaftssinnig zu Wesley Houlihan. Statt selbst zu schießen, der fahrende Ire aber verzieht überhastet. Doch Wolfswinkel hat irgendwie geahnt, wohin der Ball kommt und drückt ihm mit der Fußspitze am langen Eck über die Torlinie. Ah, Ricky van Wolfswinkel. Und jetzt hier, Lever mit einer eigentlich guten Aktion, aber als er schießen wollte, ne, tralala, Zauberei am Schlangenfuß kann man machen, wenn man 6:1 führt. Jungs, ärgert mich doch nicht so sehr. Gelbe Karte, Coutinho, und jetzt müssen wir hier mal eingreifen, jetzt mal gucken. L.A., Coutinho. Ich hoffe, dass Suras hier noch ein bisschen was reißt. Bringen wir mal Sterling rein. Gut. Also ich denke mal, die werden sich auch mit der Zeit hier einspielen. Das muss doch irgendwie funktionieren, oder was? Das muss auch klappen. Sterling hat ja auch genau die gleichen Fähigkeiten als L.A. wie auch als R.M. 74-74, also es dürfte kein Problem sein. Ja. Hat ja auch nicht so einen großen Unterschied, nur dass man als L.A. noch ein Ticken offensiver ist. Also von daher. So, noch das zweite. Henderson. Der ist jetzt hier nicht so toll. Len Johnson. Kommen wir noch José Enrique rechts, nicht so gut. Alexandro ist auch nicht so gut. 1,5 Egger. Gerard, ne? Aber ich möchte unbedingt ihn drinnen behalten. Das ist eigentlich immer total wichtig. So. Wie sieht das so aus? Ja. Okay. Einen haben wir noch übrig. So, gelbe Karte Coutinho und der freut sich da so halb. Wir haben ja in der letzten Folge sehr viele Dolmetscher eingestellt. Ich hoffe, das bringt uns auch noch irgendwas. Für die Mannschaft an sich, ne? Bin ich mal gespannt. Spielerwechsel hier auch. Gerard 4,5. Oh Mann, ey. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir siegen. Aber so wie es hier gerade aussieht. Obwohl dieser alles versucht, hätte sonst gefährlich werden können. Ja, voller Angriff, Freunde, ist schon genervt. Basson ist nach der Flanke von Alexander einen Schritt schneller als Suarez und klärt zur Ecke. Jetzt zur Ecke, da bitte mal was Ordentliches draus machen. Ecke von Gerard, die ist nicht besonders gut wohl gewesen. Enrique köpft in die Ecke in Rückenlage irgendwie das Tor, aber Ruddy ist zur Stelle und wird den Ball mit Schauspielerei ein bisschen ab. Okay, nochmal eine Ecke von Gerard. Leben ist kein Ponyhof. Da geht es ganz schön wild im Strafraum von Norwich zu. Da wird gezogen, gezerrt am Ende Eremenko nach einem Trikottest von Martin zu Boden. Aber der Schiedsrichter winkt ab. Na, danke. Noch 10 Minuten, Freunde. Jetzt muss aber was kommen. Mega Chance. Sterling zieht von der linken Seite, von der linken Grundlinie in den Strafraum und passt dann flach am Fünfer laufenden Sturridge, der den Ball mühelos zum 2:1 einschiebt. Wunderbar, super. Weiter so, Freunde. Jetzt aber. 2:1. So ist das gut. Die Tabelle sieht da doch rosig aus, aber ja, Tottenham hat einen Punkt gemacht oder Treffer gelandet. Damit führen sie wieder. 2 Punkte vor uns. Okay, da geht es zum Glück weiter. Tralala. Aber Liverpool macht weiter Druck. Basson, wir haben hier noch einen. Bringen wir mal rein. Aspas. Zack. Schalteblitz schnell. Zwischen, es gibt eine Ecke. Okay. Suarez ist schon auf der Bank. Klärt souverän. Spielerwechsel. Nochmal hier in der letzten Sekunde, damit Aspas auch nochmal drin war. Für Suarez. Suarez. Ein Minute wird angehängt und. Und. Ende. Na gut, ein knappes 2:1 ist trotzdem ein gutes 2:1. Wir gewinnen. Hier heute keiner so wirklich gut geglänzt. Sterling mit 1,5. Er hat gar nicht so lange gespielt. Okay. Lever, Man of the Match. Ja, ein Tor gemacht, 2,0. Es geht in Ordnung, ne?
Hier bei uns oben passiert nicht so viel. Tottenham hat auch gewonnen. Tottenham gewinnt, wo sehe ich denn hier unten? 1-4. Ach du meine Güte, gegen Fulham. Ist da jetzt nicht bei Fulham Felix Magath hing? Irgendwie sowas habe ich da gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist Magath irgendwie jetzt in der BPL als Trainer, Manager, was auch immer, Trainer. Auch nicht schlecht. Okay. Ich glaube nicht, dass wir schon in besser Verfassung sind. Jupp, 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 jupp. Was haben wir denn hier? Sandro schon wieder dabei. Mann, Mann, Mann. Eriksen. Aber auch zu teuer. Na gut, wir könnten die eigene Liga schwächen, ne? Die eigenen Gegner sozusagen. Lukaku, Romelu Lukaku, den habe ich auch schon geholt. Bei AC Milan. Aber trotzdem, ja. Oh, 20. Sehr zufrieden. Cool. So, Schulungszentrum ist fertig, abgeschlossen. Was wollte ich danach bauen? Fitnessparcours. Kann ich nicht bauen gerade, okay. Jugendinternat, Jugendzentrum, Kundenzentrum. Wie sieht es mit dem Schulungszentrum aus? 400.000. 46 Tage. Sehe ich nichts, was dagegen spricht. So, Mannschaft der Woche. Lever. Jupp. Super letztes Spiel. Da freut er sich immer. Ja, es war ein tolles Spiel. War so toll. Ich habe mich gefreut. So, was ist mit dir? Sehr schön. Das war mein Durchbruch. Ich drehe durch. Muskelverhärtung. Könnte 3 Tage ausfallen. So, erste Mannschaft. Das sieht doch alles hier ganz nett aus. Der Aufstellungsassistent darf noch ein bisschen was machen. Henderson, ja, schön. Gerard, tralala. Das ist alles gut. Alles in Ordnung. Natürlich hier mit unserem Torwart auf der Bank. Darf er gerne mal. Wir brauchen aber noch einen anderen irgendwann. So, wir haben jetzt gleich Dezember. Und ich werde nochmal hier zum Schluss... Nee, ich mache erstmal noch nichts. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich sage erstmal danke fürs Zusehen. Wenn ihr die Folge gefeiert habt oder einfach toll fandet, dass ich so mit dem Fußballmanager hier noch weitermache, dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder ihr sucht euch irgendeinen anderen Grund aus. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr die Folge bewerten würdet und vielleicht auch ein paar Kommentare da lasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Das war's auch erstmal mit dem Fußballmanager 13 und FC Liverpool. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Interessant könnte für euch sein unsere Facebook-Page, denn da haben wir immer aktuelle brandheiße News. Geht dazu einfach auf facebook.com/zockerdudes. Ja, das soll es doch erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen.